Nee, das ist mir zu viel. Okay. Nee, ich muss raus. Hallo, komm rein. Herzlich willkommen in unserer Studentenwohnung. Dankeschön. Überall, jeden Fans vom FC Köln. Ich bin erst FC Köln-Fan. Das ist einer meiner Stadionschäle. Mit Lukas Podolski drauf. Ich liebe Lukas Podolski. Das Bad ist ziemlich klein, aber ich habe es versucht, so gemütlich wie möglich einzurichten. Ich und mein Holz. Hier haben wir ein Pflanzlicht. Das hat der Malte gebaut. Der bastelt gerne mit Elektronik und Elektrik. Und ja, ich helfe mir ab und zu dabei. Hier sind wir im Schlafzimmer. Und hier ist auch schon der Kaspian. Das ist mein kleiner Hund, mein Baby. Sehr, sehr zutraulich und schmusebedürftig. Ja. Das ist unsere selbstgebaute Nachttischlampe. Die ist mit Solar betrieben, aber da wir im Moment nicht viel Sonne haben, funktioniert sie auch nicht. Lass die Sonne in dein Herz. Hier sind wir in unserem Arbeitszimmer, Büro, Künstleratelier, alles Mögliche. Und hier sitzt auch schon der Malte und der bastelt an irgendwas Schönem. Hi Malte. Hallo. Bei unserer Vollzeitstudentin Julia piept es ein wenig. Herzlich willkommen im Wohnzimmer. Alle Vögel sind schon da. Alle Vögel, alle. Das sind unsere Nymphensittiche. Die haben wir alle aus dem Tierheim. Und zwar ist das hier der Cäsar. Der ist ein bisschen aggressiv. Das ist der Fluffy, der ist eigentlich ganz handzahm. Und das ist der Coco. Mit Malte kuschelt er gerne. Mit mir nicht so, aber ich darf ihm Futter geben und den Käfig sauber machen. Willkommen in unserem Studentenleben. Ja, toll. Du solltest wissen, ich bin intellektuell. Überall jeder Fan vom FC Köln. Okay. Hier schlafen Malte, Kaspian und ich. Okay. Anscheinend zu dritt. Vielleicht ein Kind oder so. Oder gibt's hier einen Hund? Kämst du mit einem Hund klar? Also, wenn es ein kleiner Hund ist, ja. Wenn es ein größerer ist, dann, naja, habe ich ein bisschen Angst. Aber, naja. Meine Angst. Dann mal weiter in die Bastelstube. Da experimentiert gerne einer. Schauen wir mal, ob das Wohnzimmer genauso cool ist. Vorsicht, bissig. Dann gehe ich lieber weiter weg. Schau doch so böse. Küche. Bitte bewusst kochen. Ja. Also ich mache selber Coaching und coach Leute fürs Abnehmen und so. Auf jeden Fall, also passt schon. Also ich finde die Wohnung schon sehr in Ordnung, also ist auch schön. Ja, kann ich mich damit abfinden, also und auch wohlfühlen. Hallo. Hallo. Ich bin der Malte. Nathalie, hallo. Hi. Ist jetzt nicht der Typ, auf den ich stehe, aber da geht's ja, kommt's ja auch nicht drauf an. Also einen Studenten habe ich mir eigentlich anders vorgestellt, also mit anderen Klamotten und nicht so chillig auf jeden Fall, aber finde ich gut, dass es nicht so ist. Ja. Wie sieht es wegen den Aufgaben aus? Ich habe gelesen beim Papagei, Vorsicht, bissig. Genau, ja, der beißt alle Personen, die er nicht mag und das sind alle außer mir, leider. Okay. Das heißt aber nur, wenn du jetzt den Finger durch den Käfig steckst. Okay, ja. Dann wegen dem gesunden Essen. Wie läuft das bei euch ab? Wie sieht das aus, gesundes Kochen? Ja, gesundes Kochen heißt bei uns, wir nehmen hauptsächlich frische Zutaten. Wir achten halt immer drauf, dass frisches Gemüse im Kühlschrank ist. Ja, es wird halt immer frisch gekocht, das heißt keine Fertiggerichte in dem Sinne. Okay. Das ist dann eher die Ausnahme. Weil ich nämlich Ernährungscoaching mache und verschiedene Produkte habe ich auch dabei, habe ich mitgenommen. Das sind zum Beispiel Riegel oder Shakes. Ich muss jetzt ganz ehrlich sein, ich bin mit Shakes ehrlich gesagt ziemlich unsicher, weil ich nicht weiß, ob man da nicht auch viel falsch machen kann. Also ich habe es bis jetzt für mich immer strikt irgendwie abgelehnt, aber vielleicht auch, weil ich zu wenig drüber weiß. Mal sehen. Ja, kann ich dir gerne mal erklären. Okay. Ja, die nächsten Tage werden für mich auf jeden Fall eine Herausforderung. Wahrscheinlich werden wir uns auch irgendwo uneins sein. Ja, ich werde es erstmal auf mich zukommen lassen und mein Bestes geben. So, hier kommt die erste Aufgabe. Kannst du wahrscheinlich schon denken, worum es geht. Ich habe mir überlegt, wir gehen ein bisschen Inliner fahren. Und in Wuppertal gibt es eine wunderbare Bahntrasse. Und da können wir mal hingehen. Das ist neu gemacht, asphaltiert und so. Und da kann man vielleicht richtig schön fahren.
Ja, wäre cool. Kann man ausprobieren. Bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, ja, finde ich super. Ich war halt sehr gespannt, ob sie das schafft, weil ja, sie erstmal nicht so sportlich aussieht und war einfach mal gespannt, wie sie das so hinbekommt. So, bevor du die jetzt direkt anziehst, erstmal die Knieschoner. So, ich bin bereit. Bist du auch bereit? Ja, gerne. Und Malte, wie stellt sich Natalie an? Ja, ich bin überrascht und beeindruckt. Also, sie steht sicherer, als ich erwartet hätte. Also, ich bin begeistert. So. Genau. So leicht nach vorne gebeugt, dann fliegst du auch nach vorne. Und dann hast du Schoner. Nicht durchstrecken, die Beine. Ich habe sie auch ganz leicht geknickt. So ein bisschen. Ich mach so. Ah, die Füße, ey. Mhm. Bis zu den Bänken oder was? Ja. Jetzt kann ich nicht mehr dann stehen, ey. Meine Füße, ey, die machen das nicht mehr mit. Ja, wo, Vollgas? Ich hab keine Lust mehr. Hörst du jetzt auf oder was ist los, Natalie? Ja, meine Füße sind kaputt, die können nicht mehr. Ich bin wie Gummi. Also du fährst jetzt gar nicht mehr weiter? Wenn es nicht mehr geht, geht's nicht mehr. Mehr sage ich auch jetzt nicht mehr dazu. Warum dann jetzt die schlechte Laune? Weil ich einfach genervt bin. Aber hat dir doch Spaß gemacht. Ja, jetzt nicht mehr. Also es kotzt mich echt an. Dann geh da. Auf einmal war sie halt nicht mehr so gut drauf. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich denke mir dann, man kann dann kommunizieren und dann ist das in Ordnung. Und ich fand es ein bisschen überraschend, dass sie dann einfach von dannen gezogen ist. Schon einmal kurz zu sagen, was los ist und dann akzeptiert man das auch. Oh, du machst gerade sauber. Ja. Finde ich klasse. Also ich wollte was mit dir besprechen, dass ich wahrscheinlich das Experiment beenden will, weil ich einfach nach Hause will. Oh, das finde ich jetzt krass. Kommt ein bisschen überraschend. Ja, ich habe was im Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Moment mal, wenn ich mich mal kurz einmischen darf. Du weißt schon, dass du die Möglichkeit hast, per Chat mal bei dir zu Hause nachzuhaken. Hm. Können wir gern machen. Hallo liebe Tauschmama, ich hoffe, es läuft alles gut bei euch, denn ich habe etwas im Gefühl, dass da was nicht richtig läuft. Bitte sei ehrlich zu mir. Ich hoffe, du kannst mir ein paar Fotos schicken. Ich hoffe, dass du etwas im Haushalt machst. Hallo, hier ist die Julia. Was hast du denn für ein Gefühl? Also ich finde, es läuft ganz gut hier. Kann dir auch ein paar Fotos schicken. Tobi lässt ausrichten, er hofft, es geht dir gut, er liebt dich. Was geht dir gerade durch den Kopf? Dass ich einfach heim will. Aber es scheint doch alles in Ordnung zu sein. Und glücklich sieht Tobi doch auch auf dem Foto aus. Nö, verstehen kann man sich auch. Ich sehe eigentlich auch, dass er da eigentlich ganz glücklich drauf aussieht. Und wenn irgendwas schieflaufen sollte, wüsste ich nicht, warum er sich dann auch verstellt. Also ich kann natürlich nachvollziehen, dass du so ein bisschen Heimweh hast. Ich vermisse ihn gerade auch richtig. Aber sieht ja erstmal positiv aus. Möchtest du was zurückschreiben? Nee, das ist mir zu viel. Okay. Nee, ich muss raus. Natalie, wenn du abbrichst, dann solltest du ihr das schon noch einmal vorher schreiben, weil sie sollte ja auch einen Grund wissen, ne? Wäre schon nett, wenn du mir irgendwie antworten könntest. Ja, also ich brauche jetzt noch 5 Minuten Ruhe. Okay, lass mal mich vielleicht in Ruhe. Hey, hi. Du können wir vielleicht noch mal reden zusammen? Ich würde dir gerne sagen, wo ich gegangen bin. Okay, ja klar, gerne. Okay. Ich bin aus dem Bad gekommen, weil es mir einfach wichtig war, dass er weiß, was wirklich Sache ist, dass er darüber Bescheid weiß und nicht einfach so, dass ich ihn stehen lasse oder so. Das hat mir auch selber leid getan, dass ich ihn einfach stehen lassen habe. Und zwar, warum ich abgekommen bin, weil ich, wie ich das Foto gesehen habe, weil ich Angst habe, dass halt mein Freund irgendwas macht oder so, weil ich ihm nicht ganz vertraue, weil schon mal was passiert ist. Und okay. Ja, deswegen hat mich das einfach so sehr gepackt und alles. Also erstmal kann ich dich beruhigen, weil ich vertraue Julia voll und ganz. Ja.
Also brauchst du dir nicht so Sorgen machen deswegen. Okay. Jetzt noch mal, um aufs Thema zu kommen, machst du es jetzt weiter? Ja, auf jeden Fall. Okay. In Ordnung. Was nach einem, sagen wir mal, netten Abendessen für zwei aussieht, ist eher als kleine Herausforderung für Malte gedacht. Hallo. Hi. Oh, schick. Das lässt mich vermuten, ich habe noch eine neue Aufgabe, ja? Ja, ich möchte damit zeigen, wie ich mich ernähre. Und deswegen kannst du gern mal alles probieren. Was ist das genau? Wie macht das man das? Das musst du mit Wasser nehmen, zwei Stück. Also richtig schlucken wie Medizin quasi? Ja, genau. Das sind so Kapseln. Okay, das sind wirklich nur Vitamine, ja? Ja. Einfach nur Gemüse in Pulverform quasi. Genau, ja. Okay, aber warum kochst du dann nicht einfach Gemüse? Weil da ist doch auch nicht viel Kalorien drin, oder? Also das ist halt alles ohne irgendwelche Konservierungsstoffe und sonst was. Und deswegen nehme ich das auch, weil das ist auch besser für mein Immunsystem, weil das auch ziemlich schwach ist. Okay, ja. Also das ist quasi besser, als wenn du normales Gemüse dir einfach kochst? Ja, genau. Okay, das überrascht mich. So, dann legen wir mal los. Also du darfst gerne hiervon mal anfangen zu schlucken. Dann darfst du dir eine aussuchen. Also ich denke, ich meine, die hat es ja auch nicht geschadet. Nee. Ne? Ich probiere das jetzt einfach mal. Ja, gut. So. Es sind schon was größer, die Dinger, ne? Ja, schon. Wenn du willst, darfst du auch das probieren. Das ist komplett in zwei Mahlzeiten. Okay. Alles, was ich brauche. Also probieren würde ich es auf jeden Fall mal. Jetzt darfst du es trinken. Und das darfst du jetzt dann nochmal austrinken. Okay. Gut, danke schön. Bitteschön. Ich habe dir extra so ein schönes Kennenlernen-Dinner vorbereitet. Ja, okay, gut. Ich werde das natürlich nicht versauen, hast du recht. Ja, schön austrinken. Ja, ja, lass mir Zeit. Ja. So, jetzt habe ich es aber geschafft, oder? Ja, ich bin aber stolz auf dich. Dankeschön. Fieber, Fernweh nach der Heimat. Ich freue mich, nach zu Hause zu kommen, um meine Lieben wiederzusehen. Und vermissen werde ich hier, denke ich, mal nicht viel, außer die Badewanne und die schöne Wohnung, aber sonst eigentlich nichts.